Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem kleinen Infovideo hier auf dem Kanal der Zockerrübe. Genau, ein kleines Infovideo für YouTube. Würde ich euch ganz gerne ein paar Infos geben, da ich momentan ein Experiment mache. Und ihr wisst ja, dass ich hier auf YouTube unterwegs bin und auch auf Twitch unterwegs. Und habe wahrscheinlich auch festgestellt, dass so die letzten zwei Tage kein Video kam. Und zwar bin ich gerade in einer Experimentierphase. Und zwar habe ich mich dazu entschlossen, wesentlich mehr auf Twitch zu machen an Livestreams und auch Live-Let's Plays, die ich dann hier hochladen werde auf YouTube. Aber ich YouTube an sich, also die Aufnahmen, die ich immer für YouTube gemacht habe, etwas mehr zurückschrauben werde. Ganz einfach, um ein bisschen mehr Zeit zu haben. Ganz einfach auch, um ein bisschen mehr auf Twitch was machen zu können, um da mit den Leuten zu interagieren und das dann dementsprechend als Live-Let's Play dann auch auf YouTube hochlade. Ich weiß nicht, ob ich es mit jedem Stream mache, aber auf jeden Fall werde ich es mit The Division und mit Seven Days to Die machen. Die Let's Plays, die hier jetzt gerade laufen, werde ich dann auf Twitch live streamen und im Nachhinein dann auf YouTube hochladen. Werde also gleichzeitig streamen und auch aufnehmen und das dann halt hier für euch hochstellen. Grund dahinter ist einfach der Zeitfaktor und dass ich festgestellt habe, dass YouTube, dass es sehr zeitaufwendig ist, natürlich für YouTube Videos aufzunehmen, dass aber der Fortschritt auf YouTube nicht so stark wächst wie der Fortschritt natürlich auf Twitch. Und da habe ich mich auf Twitch jetzt längst selbst überholt mit den Leuten, die mir folgen und zugucken. Und ich möchte aber YouTube jetzt nicht einfach unter den Tisch fallen lassen, um Gottes Willen. Ich möchte das natürlich weitermachen. Finde oder versuche jetzt irgendwo einen Kompromiss zu finden, dass ich weiterhin meinen YouTube-Kanal befeuern kann, aber dann auch dementsprechend fast täglich streamen kann. Es sei denn, ich habe dann keine Zeit, aber Ziel ist es wirklich, täglich dann auch zu streamen. Jetzt könntet ihr sagen, ja gut, Rübchen, du kannst ja auch gleichzeitig auf Twitch und YouTube streamen. Das ist richtig, das habe ich auch gemacht. Allerdings bin ich im Grunde genommen jetzt Twitch Affiliate und da ist es mir nicht mehr erlaubt, gleichzeitig auf Twitch und auf YouTube zu streamen, denn es ist Twitch-exklusiv. Deswegen musste ich da jetzt auch mal eine Entscheidung fällen und habe mich dazu entschieden, das wie gesagt auf Twitch zu streamen, das aufzunehmen gleichzeitig und dann aber dann auf YouTube im Nachhinein auch für euch als Let's Play hochzuladen. Deswegen wundert euch nicht, wenn ihr dann irgendwann mal bei mir in einem Stream seid auf Twitch, dass ich dann gegebenenfalls auch mal eine An- und Abmod zwischendrin mache oder einfach sage, so, ich mache jetzt hier einen Cut und stoppe dann die Aufnahme und starte die nächste Aufnahme wieder, damit ihr natürlich hier auf YouTube nicht so ellenlange Videos habt, wie der Stream ist. Da versuche ich jetzt halt noch einen Kompromiss zu finden. Deswegen jetzt das Infovideo. Seid mir bitte nicht böse, wenn in den nächsten Tagen nicht so viele Videos oder nicht täglich ein Video kommt. Da ich jetzt gerade versuche, da so ein bisschen mit übereinzukommen und so ein bisschen die Idee zu finden, wie mache ich das denn jetzt überhaupt? Ja, das sind eigentlich so die Riesenneuigkeiten hier. Viel mehr Neuigkeiten gibt es nicht. Ist eigentlich alles beim Alten. Und ich würde sagen, wir sehen uns weiterhin in den Let's Plays. Ganz klar. Und wenn ihr Bock habt, schaut auch gerne, wenn ihr Livestreams mögt, auf Twitch vorbei. Und guckt da mal nach mir. Da bin ich auch unter die Zockerrübe zu finden. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch dort auch sehen könnte oder sehen würde und freue mich natürlich, euch auch hier wieder zu sehen im nächsten Let's Play. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir sehen uns wieder und jetzt wisst ihr auf jeden Fall, was hier so am Bach ist. Also, bis die Tage, meine Lieben. Ciao, ciao.